Mustafa Kemal Atatürk. Vom Revolutionär zum Staatsmann. Mustafa Kemal, der Begründer der modernen Türkei, dem das Volk wegen seiner großen Verdienste um die Nation den Ehrennamen Atatürk, Vater aller Türken, verliehen hatte, starb im November 1938. Bis heute verehren ihn die Menschen in der Türkei. Wer war der Mann, der die Türkei aus der Umklammerung der osmanischen Monarchie befreite und der westlichen Welt öffnete, dessen Visionen und Ideale noch heute das Leben und Denken vieler Türken bestimmen? Seltene Aufnahmen zeigen Kemal Atatürk als jungen Offizier bei den blutigen Schlachten um die Halbinsel Gallipoli im Ersten Weltkrieg, als Oberkommandierenden der türkischen Armee im Krieg gegen die Griechen und als souveränen Staatsmann, der sein Leben ganz der politischen und gesellschaftlichen Neugestaltung der Türkei gewidmet hat. Unvergessen bleibt sein Kampf für die nationale Freiheit und sein selbstloser Einsatz für eine unabhängige Türkei jenseits des islamischen Fundamentalismus. Der Film ist in 3 Sprachfassungen auf der DVD enthalten: Deutsch, Türkisch und Englisch.